Das Institut für Musik der Karl von Ossietzky Universität Oldenburg. Ein großer Partner, sage ich jetzt mal, auch innerhalb einer Ausbildungsinstitution ist. Viele Studierende, sehr viele Musikstudierende auch. Da lief schon viel in der Vergangenheit auch immer an der Uni, auch im Hinblick auf neue Musikaktivitäten und auch Bezug zu Klangpol. Und wir schauen jetzt aktuell auch, dass das so bleibt und dass es eher noch mehr wird und dass da eine Vielfalt da ist. Wir versuchen immer auch Projekte für die Studierenden zu erstellen, dass sie die Chance haben, hier teilzunehmen, weil das natürlich in der zukünftigen Professionalisierung der jungen Leute ein ganz, ganz wichtiger Anker ist. Sie lernen hier wirklich punktgenaues Arbeiten mit einer sehr, sehr konkreten Thematik und Aufführungsmöglichkeiten inklusive Feedback kennen. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass diese angehenden Pädagoginnen, Pädagogen, zukünftige Redakteurinnen, Journalistinnen, Musikwissenschaftlerinnen, wir haben Menschen, die später promovieren und selber in die Uni eingehen, dass diese Menschen die Chance haben, künstlerische Projekte mitzugestalten und aufzuführen. Jeder, der später weiter vermittelt, muss vorher, das ist meine Sicht darauf, auch einmal diese Aufführungssituation erlebt haben, wenn es geht sogar öfter, weil das trägt uns, das befruchtet uns, das gibt uns überhaupt den Sinn unseres Tuns. Wir sind in allen Genres tätig. Wir sind wirklich, das ist sehr, sehr besonders am Institut für Musik hier in Oldenburg, dass wir gleichwertig Klassik, Barock, Jazz, Pop, neue Musik ansehen und fördern bei unseren Studierenden. Die sollen Erfahrung in verschiedenen Bereichen sammeln und auch Schwerpunkte bilden dürfen. Ich lasse allerdings immer den Spruch los in den Veranstaltungen, bitte macht mal Musik, die jünger ist als ihr selber. Und das ist manchmal so ein kleines, so ein Opener für die, dass sie merken, sie haben lange Zeit in der Vorbereitung aufs Musikstudium eigentlich immer nur in der Vergangenheit gekramt. Und die Schnittstelle zu Klangpol ist, das ist sozusagen auch klassischere neue Musik sozusagen, die jetzt auch 50 Jahre alt ist, aber doch aus dem neutönerischen Bereich kommt sozusagen, das mit Studierenden zu machen und danach Darstellungsformen zu suchen, wie kann man damit mit umgehen. Und auch mal ein Projekt, was so ein Musiktheaterprojekt ist, weniger im populärmusikalischen Bereich oder im zugänglicheren oder Bereich Musical oder zu treiben, sondern auch da mal zu gucken, welche Formate und welche Formen gibt es da im Bereich eher neue Musik.
Also Klangpol funktioniert insgesamt eher basisdemokratisch, würde ich sagen. Und das finde ich auch toll daran, dass es wirklich so ein Netzwerk ist, wo viele was machen und ganz große mit ganz kleinen. Ja, und seit Eckhard Beinke da nicht mehr ist, bin ich ja und Reinhard Hammerschmidt da eben Kuratoriumssprecher. Und das ist aber ist eine spannende Aufgabe, aber auch eine ehrenamtliche Aufgabe. Ich bin halt an der Uni, ich bin da mit fester Stelle und so weiter. Ich kann das machen. Insofern auch auf der Ebene kann dann so eine Struktur oder so ein Uni-Schiff sozusagen das auch mit sich bringen, dass man da sich einbringen kann. Ich sehe es genauso. Wir haben eine soziale Verantwortung auch als Institution. Wir werden bezahlt, ganz egal, was passiert, ob Corona ist, ob Auftrittsmöglichkeiten sind oder nicht. Und insofern bieten wir gerne eine Plattform für gute Beiträge, für Kooperationen. Diese Resonanz, die ich erfahren habe über die Jahre, die ich jetzt schon bei Klangpol mitarbeite, die ist umwerfend. Da gibt es plötzlich Antworten aus 400 Kilometer Entfernung. Ich habe was gehört oder kannst du mal zu uns kommen, bringst du mal ein paar Studierende mit. Und diese Resonanzen, das ist das, was ich an Klangpol so super finde.